Wie steht es um das Dieselfahrverbot in Reutlingen? Was sind die Alternativen und wird an der Messstelle überhaupt korrekt gemessen? Diesen Fragen stellte sich der Landtagskandidat Andreas Weber von den Freien Wählern. Am Dienstagabend hat er zum gemeinsamen Austausch über das Dieselfahrverbot eingeladen. Die Messstation in der Reutlinger Lederstraße misst derzeit laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg einen Stickstoffdioxidwert von rund 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ab einem Jahresmittel von 40 Mikrogramm könnten Maßnahmen wie ein Dieselfahrverbot drohen. Andreas Weber von den Freien Wählern sieht das kritisch. Bei den Fahrverboten geht es nicht ausschließlich um Klimaschutz, sondern um eine von der EU angenommene gesundheitliche Beeinträchtigung der Menschen. Wenn wie von der EU angenommen und nicht wissenschaftlich bewiesene NO2-Schadstoffe mit einem Jahresmittelwert von mehr als 40 Mikrogramm freigesetzt werden. Um die Luftqualität besser beurteilen zu können, benötige es Vorgaben an die Standorte der Messstellen. Auch sollte die Luftqualität vor allem da gemessen werden, wo sich die Menschen für einen längeren Zeitraum aufhalten, so Weber weiter. Außerdem kritisierte er die Berechnung des Stickstoffdioxidwerts. Nach § 47 Absatz 4 Bundesemissionsschutzgesetz sind die Maßnahmen bei jedem Versuch Verursacher zu treffen. Dennoch wird der gesamte gemessene NO2-Wert dem Verkehr zugerechnet und dem Gericht durch die LUBW und Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg gemeldet. Laut Weber stammen nur knapp die Hälfte des Stickstoffdioxids aus dem Straßenverkehr. Für die andere Hälfte seien die Industrie sowie Feuerungsanlagen verantwortlich. Trotzdem würde der gesamte NO2-Ausstoß dem Verkehr zugerechnet werden. Des Weiteren meinte Weber, dass die Grünen die Fahrverbote vorantreiben würden. Verkehrsminister Winfried Herrmann und das Bündnis 90 Die Grünen kämpfen für die Erhaltung und Ausweitung der Fahrverbote. Welche Interessen verfolgen sie? Sicherlich nicht die vom Grundgesetz geschützte Freiheitsrechte der Fahrzeugeigentümer, Fahrzeughalter und Interesse der Wirtschaft, sondern nur eine eigene Ideologie. Als eine mögliche Lösung stellt Weber synthetische Kraftstoffe dar. Diese könnten dem Diesel und Benzin beigemischt werden, wodurch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bereits heute klimafreundlicher sein könnten.